Ja, hier die Teilnehmer können hier ganz verschiedene Jobs annehmen. Viele haben schon in Restaurants gearbeitet. Es gab auch welche, die schon in Geschäften, also in normalem Geschäft mit Kleidung verkauft wird, gearbeitet haben. Und eine hat auch, jemand hat in der Bäckerei gearbeitet, auch als Verkäufer. Und für solche Jobs, wo man halt mit Kunden agiert, ist natürlich ein bisschen japanisch sehr hilfreich. Aber ich arbeite zum Beispiel in einem Englischcafé und da spreche ich auf Englisch mit mit der japanischen Kundschaft, die dorthin kommt, und brauche dafür zum Beispiel gar kein Japan. Ich habe auch einen Übersetzungsjob, das kann man hier auch machen, je nachdem, aber es ist auch von Englisch auf Deutsch und dafür brauche ich auch kein Japanisch. Es gibt auch Jobs teilweise für Kinder, also wo man auf Kinder aufpassen muss. Und da ist manchmal zum Beispiel auch dann Englisch gewünscht. Also englische Kenntnisse sind immer ganz vorteilhaft. Natürlich, je besser man Japanisch kann, umso bessere andere Jobchancen hat man halt auch. Man kann auf jeden Fall schon gut verdienen. Maximal ist es halt zwischen 1000 und 1500 Yen pro Stunde. Und wenn man dann sagt, okay, ich arbeite jetzt für 6 Monate Vollzeit, das haben hier einige gemacht, dann haben sie natürlich was gespart, konnten natürlich auch monatlich immer gut ihre Miete bezahlen und den Lebensunterhalt finanzieren und haben trotzdem noch was zurücklegen können, von dem sie dann jetzt teilweise dann reisen oder in die nächste Stadt weiterziehen, um sich da was Neues zu suchen. Was kann man in Tokio oder beziehungsweise in Japan noch so machen, außer arbeiten? Natürlich reisen. Ich war bisher tatsächlich nur in Tokio, weil Tokio hat sehr, sehr viel zu bieten, Sightseeing-mäßig. Also man kann unglaublich viele Sachen entdecken. An sich, wenn man Japan als Ziel hat, weiß man ja wahrscheinlich schon ein bisschen über die Kultur und die verschiedenen Traditionen. Und ich war zum Beispiel schon bei einer Teezeremonie, das war sehr, sehr faszinierend. Ich habe auch schon einen Kimono anprobiert, dass solche Sachen kann. Also so ganz verschiedene traditionelle japanische Sachen kann man ausprobieren. Dann kann man hier in Tokio natürlich, wenn man sich die verschiedenen Stadtviertel anschaut, Akihabara, das elektronische Viertel, das hat auch viel zu bieten, sehr bunt und laut, genau wie Shibuya. Also man kann sehr viele Gegenden hier entdecken und wenn man nicht unbedingt zum Arbeiten hierher kommen möchte, kann man natürlich den Fokus auch zum Beispiel darauf legen, die Sprache zu lernen. Es gibt hier eine Sprachschule, die man besuchen kann. Es gibt aber auch das Community Center, wo ich hingehe. Das ist dann nicht so, dass man täglich zur Schule geht und Japanisch lernt, sondern dass man einmal die Woche dorthin geht und 2 Stunden Japanisch lernt. Und ansonsten muss ich in meiner Freizeit lernen, was mir aber auch sehr viel Spaß macht. Bei uns ist, bei vielen Teilnehmern ist es so, dass sie tatsächlich erstmal eine längere Zeit in Tokio bleiben, um sich zurechtzufinden und sich erstmal einen Job suchen und dafür länger bleiben. Tatsächlich ist es hier in Japan anders als zum Beispiel in Australien, wo viele kurzfristige Jobs annehmen und sofort weiterreisen und die ganze Zeit nur unterwegs sind, so ein bisschen Backpacker-mäßig. Das ist in Japan ein bisschen anders. Man kann natürlich auch viel reisen. Aber wenn man tatsächlich ein bisschen arbeiten möchte, dann muss man sich auch für eine längere Zeit an einen Ort binden, weil das einfach hier also in Japan so üblich ist. Und das haben auch viele hier bisher so gemacht, die am Anfang hier in Tokio sich niedergelassen haben, einen Job gehabt haben, verschiedene Jobs. Zwei Teilnehmer haben zum Beispiel Texte für Computerspiele übersetzt, jemand anderes hat in der Bäckerei gearbeitet und ein anderer Teilnehmer ist dann tatsächlich nach einer Weile hier in Tokio weitergezogen nach Kyoto und hat dort einen Job gefunden in einem Guesthouse, wo er jetzt arbeitet und gleichzeitig dann auch umsonst unterkommt. Und andere waren jetzt im Winter in verschiedenen also in Skigebieten, wo sie dann auch Jobs gefunden haben, unter anderem Guesthouse. Und dann kann man, also es ist auf jeden Fall möglich, nicht nur in Tokio einen Job zu finden. Man kann auch woanders hinziehen. Das ist für die meisten eher so der Startpunkt. Neben Japan kann man von hier aus auch ganz einfach in andere asiatische Länder reisen, zum Beispiel nach Korea oder nach China, wo World United zum Beispiel auch andere Programme hat, wo man dann Jobs und Praktika dort absolvieren kann. Ich wohne jetzt seit fast 6 Monaten in Tokio, habe hier lange Zeit gearbeitet. Und weil ich im Oktober zurück nach Deutschland muss, um auf die Uni zu gehen, werde ich jetzt noch rumreisen. Mein nächster Stopp wird Okinawa sein. Das ist die Inselgruppe ganz unten im Süden, wo es wärmer ist, wo Strand ist. Und als danach geht es noch nach Osaka, Kyoto,
vielleicht auch Hiroshima und Kobe, Nara, sind so verschiedene Städte in Japan. Und zwischen Juni und Juli wird es sehr heiß hier in Japan, vor allem in der Tokio-Gegend. Und dann möchte ich gerne in den Norden nach Hokkaido. Auch nochmal was ganz anderes. Und ganz zum Schluss geht es noch ein letztes Mal zum Abschied nach Tokio, bevor ich dann zurückreise. Ja. Und Alex ist hier der Koordinator und er ist auf jeden Fall auch sonst immer sehr hilfsbereit. Und er holt euch vom Flughafen ab, bringt euch hierher und versorgt euch dann auch die nächsten Tage mit Infos und geht auch mit euch zum, sowas ist Meldeamt, wo ihr halt angemeldet werdet, wo ihr müsst dann euren Wohnort angeben. Aber die können in der Regel auch Englisch oder haben zumindest jemanden dort, der Englisch kann. Aber Alex macht das alles mit euch zusammen. Er öffnet auch ein Bankkonto mit euch, wenn ihr das wünscht, und zeigt euch, wo die nächsten Supermärkte sind und wie ihr euch zurechtfindet. Also ihr seid überhaupt nicht auf euch alleine gestellt. Und ansonsten wohnen hier auch genug andere Teilnehmer, die schon Erfahrung haben und euch immer gerne weiterhelfen und euch Tipps geben. Und was man ansonsten am Anfang noch machen muss. Zum Beispiel ist es immer gut, wenn man schon mal seinen Lebenslauf auf Englisch hat. Der wird dann auch mit Alex zusammen kann man den dann auf Japanisch übersetzen. Das ist ganz hilfreich für Bewerbungen. Und was die Jobsuche am Anfang beginnt, ist auch immer ganz nützlich. Alex wird für euch einen Termin bei Hello Work machen. Das ist eine Agentur, die Jobs vermittelt. Und die haben eigentlich eine ganz gute Quote, dass also wenn ihr was sucht, dass ihr da auch fündig werdet, dass die suchen euch dann was Passendes raus, je nachdem, was ihr wollt und was eure Erfahrungen sind. Und ansonsten gibt es halt viele Portale und Online-Links, wo auch Jobangebote sind und auch Alex schickt auch einmal die Woche eine E-Mail, wo dann nochmal gesammelte Jobs stehen, die eventuell für uns interessant sein könnten. Wenn ihr hier ankommt und ihr habt bisher nur wenige Japanisch Kenntnisse, das ist auch gar kein Problem. Bei mir war es auch so, ich hatte gar nicht so viele Kenntnisse, nur so ein paar Grundkenntnisse. Ich kenne aber auch, also ein paar von den anderen Teilnehmern hatten zum Beispiel auch gar keine Kenntnisse. Aber es ist gar kein so großes Problem, wie man denkt. Also es ist schon realistisch zu sagen, man findet auch einen Job, ohne besonders gut im Japanisch zu sein. Natürlich ist es sehr hilfreich und wenn man Japanisch kann, bekommt man auch Jobs, wo man vielleicht mehr in Interaktion tritt, zum Beispiel in einem Geschäft, wenn man da muss man halt einfach Japanisch sprechen können. Aber es gibt auf jeden Fall Jobs, wo das nicht nötig ist. Jobs, die man dann auch ohne Japanischkenntnis gut machen kann, sind zum Beispiel halt so Englisch-Sprachcafés oder Übersetzungsjob von Englisch auf Deutsche. So was gibt es tatsächlich. Und da auch englische Kinderbetreuung. Und es gibt dann auch eine Reihe andere, wo man als Englisch-Instructor arbeiten kann. Eine andere Teilnehmerin war auch für ein Wochenende in so einem Englisch-Camp, auch für Kinder. Und dort konnte sie dann auch ohne Japanisch halt mit den Kindern umgehen. Im Community Center sind wir in Gruppen unterteilt, je nach Level. Mein Level ist immer, ich bin so Anfänger eher. Deshalb bei mir, meine Gruppe, ich bin ganz glücklich, ich bin alleine. Also es ist quasi nur ich und meine Lehrerin. Deshalb kann ich gute Fortschritte machen, weil quasi ich ja die alleinige Arbeit leiste. Aber ansonsten sind wir kleine Gruppen, die dann, je nachdem, wie man es wünscht, also manche arbeiten mit Buch, manche machen nur Konversation. Ich arbeite zum Beispiel mit dem Buch. Mina no Nihongo, das gibt es auf jeden Fall. Es wird auch in Deutschland oft an den Volkshochschulen benutzt. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch zum Grammatik lernen, Vokabeln und Sprechen, aber auch Schreiben und Lesen. Und ansonsten kann man halt auch, wenn man sagt, okay, ich möchte eigentlich eher nur lernen, wie ich spreche im Alltag, dann kann man halt auch also die Konversationsgruppen wählen. Genau. Also im Community Center bezahlt man ungefähr 700, 750 Yen pro Sitzung und man kann halt jederzeit aufhören oder sagen, ich komme mal nicht. Und man bezahlt wirklich nur jede Sitzung, wo man anwesend ist. 700 oder 750 Yen. Work and Travel in Japan ist möglich durch das Work and Travel Visum, was für ein Jahr gültig ist. Und das gilt inzwischen für verschiedene Nationen, unter anderem halt Deutschland, Österreich. Und ja, wenn man das bekommt, kann man hier für ein Jahr hin und halt hat eine Arbeitserlaubnis
und kann aber halt die Möglichkeit auch weiterzureisen. Also, das ist die Halle und hier ist unsere Wall of Legends. Inzwischen sind Work and Traveler schon seit einem Jahr hier in diesem Haus und wir haben natürlich ganz viele gemeinsame Erinnerungen gesammelt und machen auch viel zusammen, gehen aus und hier kann man so ein bisschen schauen, was wir bisher erlebt haben. Also man kann hier auch davon ausgehen, dass man auch ein paar gemütliche Abende zusammen hier im Wohnraum verbringen kann. So, da gab's noch einen Film mit Bill Murray. So, is that story? Die Gäste, die ich rief. Yeah. That story told in Germany to kids as well. Like, no, it's not popular. No. Das ist unsere Küche. Wir haben drei verschiedene Herdplatten. Wir haben einen Reiskocher, einen Toaster und eine Mikrowelle. Leider keinen Backofen. So was ist hier in Japan irgendwie nicht so üblich. Das hier sind unsere Share-Kühlschränke, die im Normalfall auch immer sehr voll sind. Da kann man ganz gut seine Sachen verstauen. Wir haben ein Waschbecken und die Küche ist komplett ausgestattet mit Geschirr. Man muss nichts mitbringen und sich keine Sorgen machen. Man kann hier sehr gut kochen. Also, ich zeige euch jetzt mal eben ganz kurz, wie die Dorms hier aufgeteilt sind. Einmal hat man den größeren Dorms, gibt 6 Bettzimmer, ein Hochbett. So sehen die aus. Und jeder bekommt einen Schrank zugewiesen, den man abschließen kann. Der ist jetzt leider leer, aber als Beispiel. Hier in dem Raum ist es auch so, dass er ganz traditionell japanisch mit Tatami-Matten ausgelegen ist. Und das soll im Sommer sehr kühlend sein. Aber ansonsten haben wir auch eine super Klimaanlage, wie ganz typisch japanisch. Jeder Raum ist mit einer Klimaanlage ausgestattet. Und im Winter dient das Gleiche auch als Heizung. Und es gibt Schreibtische mit Lampen und es ist eigentlich ganz bequem und natürlich auch funktional eingerichtet. Es gibt genug Stauplatz und jeder hat genug, also man denkt immer, 6 Bettzimmer sind furchtbar eng, aber es ist eigentlich, man hat genug Platz hier. Okay, wir stehen hier im Mädchenbadezimmer. Es gibt genug Waschbecken für jeden und ich zeige euch noch den Rest des Badezimmers. Wir haben Duschkabinen und 3 Toiletten und noch das Jungenbadezimmer. Das sind unsere Duschkabinen. Die haben alle eine so eine Klapptür. Hier können wir mal in eine reinschauen. Mit Spiegel auf. In Japan ist es üblich, wenn man ein Haus betritt, dass man die Schuhe auszieht. Deshalb hat hier jeder sein eigenes Schuhfach. Moment, das hier ist meins. Und auf jeden Fall zieht man die Schuhe aus, bevor man das Haus betritt und zieht seine Schlappen an. Hier seht ihr unsere Waschmaschine. Die ist ganz einfach zu bedienen. Und ein Trockner. Und dann kann man hier und auf dem Dach Wäsche aufhängen. Das ist ein typischer Blick auf eine japanische Nachbarschaft. Lasst euch nicht von den Kabeln beirren, das sieht überall hier so aus. Aber ich habe schon gehört, in anderen asiatischen Ländern hängen wohl noch mehr rum. Hier nebenan haben wir direkt einen kleinen Park. Und insgesamt hier in der Nähe, in der Umgebung, gibt es viele Kombinis. Das sind so kleine Convenience Stores, die wir in Deutschland ja gar nicht so haben. Also wir haben ja Kiosk, aber hier sind ganz typisch diese kleinen Convenience Stores, wo man Essen und Trinken hernehmen kann. Es gibt auch Getränkeautomaten und kleine Restaurants. Hier stehen verschiedene Fahrräder. Eins davon ist meins. Eins davon gehört hier so, ist für alle da. Man kann das benutzen. Der Schlüssel hängt immer im Kühlschrank. Wenn man dann einkaufen gehen möchte, ist man mit dem Fahrrad einfach schneller. Und hier fahren auch wirklich viele Japaner in der Stadt mit dem Fahrrad.